Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ui, da steht was rum. The Long Dark. So dunkel ist es hier eigentlich gar nicht. Better take this food. Bisschen Brennstoff reinhauen hier. Brennstoff hinzufügen. Seems so crazy right now. I need anything right about now. erstmal was ich will, ist machen für die Quest. Für die ausstehende Quest, dass man ich hoffe, die
reichen für die Quest. Garen, oder nehme ich 3 Stück. I could use this. Eins durchstellen. So, nehmen. Wo war das mit dem Topf hier? Also, ein Ofen ist sehr gut, ja, da kannst du einiges drauf machen. Reichen ja voll, das ist sehr geil. Ja, 3 Minuten, weil da war ich da noch ein Haar gebunden. Eine Stunde. Flachs besorgen, weil ich nicht gesehen wurde, wie das dieser Flachsflux. Der am Baum hängt oder irgendwas oder so, keine Ahnung. Draußen ist noch sehr hell, gell? Ich bin jetzt schon sehr müde. Wenn wir schlafen, killt er uns. Das ist die Frage. I think I can use this. Is getting kind of heavy. War jetzt dieses Schlafzimmer. Hier nicht. Never been so hungry in my life. Warte mal.
Das ist... Wow, das ist das Schlafzimmer. Kurz sich hinzulegen. Not sure why I feel so tired. Kurz Feuer, um das zu garen. Where can I find something to eat? Ach ja, ja. Keine Sorgen. Ich wollte zum Ofen gehen, ach da ist er. Schnell das Fleisch garen. Turned out pretty well. Perfekt. Es könnte ja ruhig ein bisschen heller sein hier. Nee, war noch. Could end up being useful. Sind die besser dann? Einfach mal ein paar Sachen gar. Das ist dann besser, ich weiß gar nicht. Haltbarer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gar einfach mal alles durch. Wir haben ja Platz. Was kann man noch garen? Nehmen wir die, die sind schon alt. Blub, blub, blub. Irgendwo ein Buch.
bisschen leichter als vorher. Mir geht's gut. Super, die ist kaputt, jetzt habe ich keine mehr. Was ist das, wenn das alles kaputt macht? Wolf die zerrissen hat, oder? So, immer alles schön auf Vordermann halten. Dann kann er den nicht so leicht kaputt machen. Das ist glatt die Sachen vom Leib gerissen, das Vieh. Ja, merkt schon, ich werde müde heute. Deswegen quatsche ich nicht mehr so viel. Es fehlt getrocknetes Leder. Nicht. Geil, wir reparieren das, was wir können. Die Schuhe will ich auf gar keinen Fall verlieren, die sind gut. 79, 82, das machen wir auch noch. Oh, kein Stoff mehr. Kein Stoff mehr vom Wegen. Die Sonne geht auf. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt lassen wir den Typen flacken, aber ich habe irgendwie... das dumme Gefühl, dass der uns noch Ärger machen wird. Der Bursch da. Das war jetzt da noch nicht ganz... 90. Oh. Ich glaube, dass der entweder hilft er uns oder wir müssen ihn mit Muttis Flinte erschießen. Okay. Ups. Wie schaut es bei mir aus? Soll ich noch irgendwas mitnehmen? 27 Kilo. Echt einen von den Töpfen. Bin ich wieder voll, oder? Ja, nicht ganz. Ein Kilo. Na gut, Hops, dann verreck mal schön alleine hier. Ich habe, glaube ich, gut alles mitgenommen, was es gibt an Fressen. Ciao, Hopsi. Ich habe hier noch gar nicht überall geschaut, gell? Hope nobody needs this anymore. Jetzt wieder zu voll wahrscheinlich wegen ein paar Klamotten, oder? Nee, noch nicht. Das ist gut. Küche habe ich eigentlich auch noch nicht alles durchsucht. Leer. Die lege ich gleich wieder ab, die Heizung. Hope I can still eat this. So, mal schauen, wie viel wir wieder drüber sind. Abhauen. Ja.
drüben in der Hütte. Ich will irgendwie in die Hütte reinschauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, da ist noch was für uns drin, was Wichtiges. Was sollte da reingehen vorher, oder? Was sagt ihr dazu? Da liegt noch einer. Holy shit! Okay, bin wieder überladen. Was lassen wir denn dann hier? Ja, gut. Und noch eine Axt, die nehme ich auf alle Fälle mit. Wie viel bin ich drüber? 1 Kilo, okay. Aber ohne die Axt geht es nicht. Wie schaut es hier aus? Hungermäßig? Die will ich auf gar keinen Fall da lassen. Palmöl. Okay. Kann ich Feuer machen. Holz, Kartons. Kartons, Holz und. Ich glaube, hier haben wir alles, oder? Die Axt war natürlich Gold wert, jetzt zweite zu haben. Und ihm wird schon wieder ganz schön kalt. Okay, wir gehen zurück. Hä? In den blöden Gezäunen. Ah, hier kann man drüber. Ja, wir haben schon ein bisschen was erreicht jetzt. Jetzt haben wir den Schlüssel, gut, den Tüten. Eigentlich hätte ich ihn getötet, wenn ich ehrlich bin. Nur weil er gesagt hat, du hast Glück, dass du leben darfst. Deswegen habe ich ihn nicht getötet. Dachte ich mir, vielleicht brauchen wir ihn noch, den Kerl. Weg. Denk mal, crouch, gell? Sind da wieder die Wölfe irgendwo, oder? Bin gespannt, wann ich mal eine Schusswaffe bekomme oder sowas. Wäre echt mal nicht schlecht, was zum Ballern zu haben. Da würde ich nämlich Wolfs... Oh. Wo ist er?
das gibt's nicht. Mann, wo ist er denn hin? Naja, Hasi, nochmal Glück gehabt. Eigentlich habe ich ihn getroffen. Über Bande. Muss ich überhaupt zu ihr? Ich muss doch nicht zu ihr, oder? Nein, ich muss rüber. Ziemlich voll, gell? Naja, 2 Kilo wird das nicht wiegen, was da drin ist, oder? Okay. Das machen wir in der Folge noch. Das Schließfach öffnen. Na? Du warst doch richtig, oder? Ja. Ach, die waren gar nicht verschlossen, oder was? Wonder if this is any good to eat. Ah, this is it. Cash. Das haben wir alle geöffnet, oder? Der ist auch noch. 13, 20. Bin ja gespannt, was der Typ dann noch macht, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde durch. Oh, ich muss pennen. Aber das, was ich jetzt Mutti geben werde, das sehen wir in der nächsten Folge. Also danke fürs Zusehen. In der nächsten Folge geht's weiter. Lasst ein Like da und ein Abo und drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos. Dann und Kommentare wären auch mal nett, was ich vielleicht auch anders spielen könnte oder was ich besser machen könnte. Danke, euer Hopfi. Servus. Bis zum nächsten Mal. Beehren Sie uns bald wieder, wenn es heißt A Long Dark. Ciao.